Ich möchte jetzt einmal zeigen, wie man Word und PowerPoint verknüpfen kann, sodass man ein paar nette Animationen erstellen kann. Hier habe ich schon mal eine fertig gemacht, die ich jetzt einmal kurz zeigen möchte und dann später zeigen möchte, wie man diese selber erstellen kann. Also es geht um Dreiecke und um die Winkelsumme und hier wird dann gezeigt, wie dann die Winkel dann 180 Grad geben. Natürlich ist es schöner, wenn die Schüler das natürlich auch selber nochmal machen. Das habe ich in meinem Unterricht gemacht, indem die Dreiecke kriegen und die Ecken abreißen und zusammenlegen. Aber so eine Zusammenfassung ist, denke ich, immer noch ganz schön. Und wie kann man sowas gestalten? Ich habe zuerst in Word das Ganze gezeichnet. Wie das geht, habe ich ja in den vorherigen Videos einmal gezeigt. Und ich mache jetzt einmal eine Animation. Ich nehme mal dieses Dreieck. Ich packe das mal in PowerPoint rein hier. Einfach einfügen. So, PowerPoint, er hat ein paar Einstellungen, die sind ein bisschen anders in Word. Was ich jetzt noch mal kurz sagen möchte, ist, dass ich hier die Gitternetzlinien finde. Die kann ich hier jetzt auch zu Symbolize hinzufügen. Und die Einstellungen sind hier vorne. Wenn ich das wie in Word nehmen möchte, dann mache ich 4 Linien pro Zentimeter. So, und die sehen jetzt ein bisschen anders aus. Was ein bisschen widersprüchlich ist, ist, dass das hier immer 2 Zentimeter sind, die angezeigt werden. Da mal ein bisschen rumprobieren, da findet man sich auch zurecht, aber ich finde es schöner in Word zu zeichnen, da bin ich eher geschult. Aber man kann auch hier zeichnen und auch sich die ganzen Symbole wie auch bei Word hinzufügen. Gut, dann starten wir mal. Hier werde ich als erstes einmal hier die Gruppierung auflösen. Und dann werde ich mir hier diese einzelnen Dinger nochmal kopieren, weil ich die verwende. Die beiden Winkel hier, die ziehe ich mir schon mal hier hin, damit ich weiß nachher, wo die landen sollen. Da kann ich mit Steuerung und den Cursor-Tasten ein bisschen arbeiten. Und jetzt dupliziere ich die hier nochmal und packe sie oben drauf, weil ich die nachher dann ja, verschieben lasse oder wegfliegen lasse. So, das. Gut. Und jetzt kann ich hier unter Animationen gehen und als erstes lasse ich mir den Animationsbereich anzeigen. Hier vorne sieht man dann alles, was für Animationen ich habe. Und diese beiden Winkel möchte ich hier landen lassen und der dritte, das ist ein bisschen schwieriger, der soll dann hier das Ganze ergänzen. Jetzt kann ich losgehen und hier oben als Effekt sagen Linien. Jetzt geht das hier runter und jetzt kann ich das anklicken und sagen, okay, das soll eigentlich hier landen. Auch hier kann ich jetzt mit Alt arbeiten, damit ich dann genau das hier vorne landen lassen kann. Dann als nächstes hier den lasse ich auch einmal hier landen. So, jetzt kann ich das auch hier hinpacken. Mit Alt kann ich genauer arbeiten. Und dann lasse ich den als erstes, möchte ich den drehen lassen. Das ist bei Rotation, rotieren. So, der dreht sich immer um 180 Grad. Hier, die kann ich jetzt, die Animation kann ich jetzt anpassen unter Effektoption. Und hier ist dann, kann ich Halbbedrehung sagen. Ich kann aber auch meinen Winkel spezifisch angeben. Das mache ich jetzt mal. Jetzt gebe ich 180 Grad ein. Nicht wundern, wenn man das macht, dann muss man immer Enter drücken, damit das übernommen wird. So, jetzt sehe ich das. Jetzt dreht er sich eine halbe Runde. Und jetzt möchte ich den hier auch dann woanders hin bewegen. Und leider sieht man jetzt nur diesen Winkel im Urzustand und da muss man jetzt ein bisschen umtesten, wie der am besten da landen könnte. Mal schauen. Jetzt möchte ich die auch. Oh, jetzt ist die Animation weg. Animation hinzufügen. Dann mache ich nochmal die Rotation dazu. Ach, da ist sie jetzt. Okay. Effektoptionen 180
Grad, Enter, okay. Okay, und jetzt habe ich hier 4 Animationen und die möchte ich alle gleichzeitig starten lassen, indem ich sage hier mit vorheriger Beginn, hier mit vorherigem Beginn, mit vorherigem Beginn und dann starten sie alle gleichzeitig. Achso, ich möchte hier das auch noch mit wiedergeben. Das anklicken. So, jetzt werden alle 3 gestartet. Und ich sehe jetzt hier vorne, das passt nicht ganz genau. Jetzt muss ich das hier nochmal ein bisschen anpassen. Eventuell einen kleinen Tick nach links schieben. Und jetzt alle wiedergeben. Und das sieht gar nicht schlecht aus. Dann kann ich jetzt diese Elemente hier rauslöschen. Die haben mir ja nur zur Orientierung gedient. Und hier den vielleicht noch ein klein bisschen runter. Das ist dann ein bisschen schwieriger und das sieht einigermaßen in Ordnung aus. Da muss man dann nochmal ein bisschen rumprobieren, um das perfekt hinzukriegen. Ich packe beide Dateien in einen Download-Link unter dem Video, sodass du das selber einmal ausprobieren kannst. Viel Spaß dabei! Falls du Unterstützung beim Zeichnen in Word brauchst oder einen Vorschlag für ein neues Video hast oder einfach nur ein paar Dokumente austauschen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du bei meinem Discord-Channel vorbeischaust. Der Link hierfür befindet sich unten in der Videobeschreibung.